Zweites Kapitel. Die Reiter von Rohan. Es dunkelte. Nebel lagen unter ihnen, zwischen den Bäumen. Sie trieben auf den blassen Rändern des Anduin, doch der Himmel war klar, Sterne traten hervor. Der zunehmende Mond stand im Westen, und die Felsen warfen schwarze Schatten. Sie hatten den Fuß felsiger Hügel erreicht und kamen nun langsamer voran, denn die Fährte war nicht mehr so leicht zu verfolgen. Das Hochland der Emyn Muil verlief hier in zwei langen, zerklüfteten Höhenzügen von Norden nach Süden. Die Hänge waren auf der Westseite steil und schwer zu überwinden, auf der Ostseite dagegen flacher und von vielen Wasserrinnen und schmalen Schluchten durchfurcht. In der stillen, kalten Stunde vor Morgengrauen hielten sie dort eine kurze Rast. Der Mond war vor ihnen längst untergegangen, und über ihnen funkelten die Sterne. Das erste Tageslicht war noch nicht über die dunklen Hügel hinter ihnen gestiegen. Für einen Augenblick war Aragorn im Ungewissen. Die Orkfährte hatte ins Tal hinabgeführt, aber dort hatte sie sich verloren. »Welchen Weg, glaubst du, werden sie genommen haben?« fragte Legolas. »Nach Norden den kürzesten Weg nach Isengard oder Fangorn, wenn das ihr Ziel ist, wie du annimmst, oder nach Süden, zu Entwasser hin?« »Zum Fluss werden sie nicht gehen wollen, was immer ihr Ziel sein mag«, bestimmte Aragorn. »Und wenn in Rohan noch nicht alles zum Schlimmsten steht und Sarumans Einfluss nicht sehr viel größer geworden ist, dann werden sie versuchen, die Felder der Rohirrim auf dem kürzesten Weg zu durchqueren. Suchen wir sie im Norden.« Das Tal war eine steinerne Rinne zwischen den Hügelkämmen, und zwischen den Felsblöcken auf dem Grund rieselte ein Bach dahin. Rechts von ihnen begleitete sie eine abweisende Felswand. Links stiegen graue Hänge undeutlich und schattenhaft in die späte Nacht auf. Legolas war ein Stück voraus. Plötzlich stieß der Elb einen Ruf aus, und die beiden anderen rannten zu ihm hin. »Einige von denen, die wir jagen, haben wir schon eingeholt«, sagte er. »Seht!« Er deutete auf etwas, das auf den ersten Blick wie Steinbrocken aussah, die am Fuß des Hanges lagen. 5 tote Orks lagen da. Sie waren übelst zusammengehauen, und 2 war der Kopf abgeschlagen, der Boden war feucht von ihrem dunklen Blut. »Schon wieder ein Rätsel«, grummelte Gimli. »Aber nur bei Tageslicht wäre es zu lösen, und darauf können wir nicht warten.« »Doch was immer die Lösung sein mag, sie scheint der Hoffnung keinen Abbruch zu tun«, sagte Legolas. »Orkfeinde sind wahrscheinlich unsere Freunde. Wohnen Menschen in diesen Hügeln?« »Nein«, meinte Aragorn. »Die Rohirrim kommen selten hierher, und Minas Tirith ist weit. Es könnte sein, dass ein Trupp Menschen aus Gründen, die wir nicht kennen, hier auf Jagd gegangen ist. Aber das glaube ich nicht.« Aragorn untersuchte den Boden in weitem Umkreis, aber andere Spuren eines Kampfes waren nicht zu sehen. Schon wurde der Himmel im Osten hell, die Sterne verblichen, und ein graues Licht breitete sich langsam aus. Etwas weiter nördlich kamen sie zu einer Bodenfalte, in der ein kleiner Bach, der von den Hängen herabkam, sich einen steinigen Weg ins Tal gebahnt hatte. Darin wuchsen ein paar Büsche und an den Seiten hier und da Gras. »Endlich«, sagte Aragorn, »da sind die Spuren, die wir suchen. Diese Wasserrinne hinauf. Das ist der Weg, den die Orks nach ihrem Streit genommen haben.« Rasch schlugen die Verfolger die neue Richtung ein. Als hätte eine gute Nachtruhe sie erfrischt, sprangen sie von Stein zu Stein. Als sie den Kamm des grauen Hügels erreichten, blies ihnen plötzlich der Wind ins Haar und blähte ihre Mäntel. Der kühle Wind der Morgendämmerung. »Gondor! Gondor!« rief Aragorn aus. »Ach, hätte ich dich in einer glücklicheren Stunde wieder gesehen. Noch führt mich der Weg nicht gen Süden zu deinen kristallklaren Bächen. Gehen wir nun weiter«, sagte er, riss die Augen vom Süden los und blickte nach Westen und Norden in die Richtung des Weges, den er nun einschlagen musste. Der Hügelkamm, auf dem sie standen, fiel vor ihren Füßen steil ab. »Seht da«, rief Legolas und zeigte zum blassen Himmel hinauf. »Da ist wieder der Adler. Er war vorhin schon da. Sehr hoch fliegt er. Er scheint nun aus diesem Lande fort und heim gen Norden zu fliegen. Er ist sehr schnell. Seht!« »Nicht mal meine Augen können ihn sehen, mein guter Legolas«, sagte Aragorn. »Er muss schon sehr hoch sein. Ich frage mich, was er wohl vorhat, wenn er derselbe Vogel ist, den ich gestern gesehen habe. Aber schaut da, ich sehe etwas, das uns näher und dringender angeht. Dort auf der Ebene bewegt sich etwas.« vieles«, stimmte Legolas zu. Ein großer Trupp zu Fuß, doch mehr kann ich nicht sehen, auch nicht, welche Art Volk es ist. Sie sind viele Wegstunden von hier, etwa 12, aber auf der flachen Ebene ist dies schwer zu schätzen. »Trotzdem denke ich, dass wir nun keine Spuren mehr zu suchen brauchen, um den Weg zu finden«, sagte Gimli. »Sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich zu diesen Wiesen hinunterkommen.« Einer hinter dem anderen trabten sie dahin, wie Hunde auf einer frischen Fährte, und ihre Augen leuchteten vor Jagdeifer. Fast genau nach Westen hatte die Horde der marschierenden Orks ihre breite, schmutzige Spur ausgestampft, und das liebliche Gras von Rohan war bei ihrem Durchzug zertrampelt und besudelt worden. Auf einmal schrie Aragorn überrascht auf und wandte sich seitwärts. »Bleibt stehen«, rief er. »Folgt mir noch nicht.« Er rannte nach rechts vom Weg ab, denn er hatte Fußstapfen gesehen, die dort von den anderen wegführten. Abdrücke von kleinen, unbeschuhten Füßen. Diese aber führten nicht weit, dann wurden sie von Orkstapfen durchkreuzt, die vor und hinter ihnen ebenfalls von der Hauptspur abzweigten und nach einer scharfen Kehre wieder zu ihr zurückliefen, wo sie sich im plattgetrampelten Gras verlor. An der entferntesten Stelle bückte sich Aragorn und hob etwas aus dem Gras auf. Dann kam er zurück. »Ja, das sind ganz eindeutig Fußstapfen eines Hobbits, Pippins, glaube ich. Er ist kleiner als der andere. Und seht mal das hier.« Er hielt ein kleines, glitzerndes Ding in die Sonne, das aussah wie ein frisch aufgebrochenes Buchenblatt, schön und fremd in der baumlosen Ebene. »Die Spange von einem Elbenmantel«, riefen Gimli und Legolas zugleich. »Loriens Blätter fallen nicht umsonst«, sagte Aragorn. »Und dieses wurde nicht zufällig verloren. Es wurde mit Bedacht fallen gelassen, als Zeichen für jemanden, der ihnen folgen könnte. Ich glaube, Pippin ist nur deshalb aus der Reihe weggerannt.« »Dann ist er jedenfalls noch am Leben«, schloss Gimli. »Und sein Verstand ist ebenso rege wie seine Beine. Das ist ermutigend. Unsere Jagd ist nicht vergebens.« »Hoffen wir nur, dass er seine Verwegenheit nicht zu teuer bezahlen musste«, sagte Legolas. »Kommt weiter. Der Gedanke, dass diese munteren jungen Burschen nun wie Vieh vorangetrieben werden, liegt mir schwer auf dem Herzen.« Die Sonne stieg zur Mittagshöhe und wanderte dann langsam himmelabwärts. Dünne Wolken zogen von der See im fernen Süden herauf und wurden vom Wind weggeblasen. Die Sonne sank, Dunkelheit streckte von Osten her ihre langen Arme aus. Die drei Jäger liefen und liefen. Ein Tag war nun vergangen, seit Boromir gefallen war, und noch immer hatten die Orks einen großen Vorsprung. Auf der flachen Ebene waren sie weit außer Sicht. »Nun stehen wir vor einer schwierigen Entscheidung«, sagte Aragorn. »Sollen wir die Nacht über ruhen oder weiterlaufen, solange der Wille und die Füße uns tragen? Wenn unsere Feinde nicht ebenfalls rasten, werden sie uns weit hinter sich lassen, wenn wir uns schlafen legen«, sagte Legolas. »Aber sicher müssen doch Orks mal eine Marschpause machen«, meinte Gimli. »Selten marschieren Orks bei Sonnenschein unter freiem Himmel, doch diese haben es getan. Sie werden gewiss nicht bei Nacht rasten«, sagte Legolas. »Aber bei Nacht können wir ihre Spur nicht verfolgen.« »Die Spur führt immer geradeaus und biegt, soweit mein Auge reicht, weder nach rechts noch nach links ab.« »Vielleicht könnte ich euch auf gut Glück im Dunkeln führen und die Richtung einhalten«, sagte Aragorn. »Doch wenn sie abbiegen oder wir die Spur verlieren, könnte es bei Tage dann lange dauern, bis wir sie wieder gefunden hätten.« »Du bist unser Führer«, meinte Gimli, »und ein geübter Orkjäger. Entscheide du.« »Mein Herz sagt mir, wir sollen weiterlaufen«, entschied Legolas. »Doch müssen wir zusammenbleiben. Ich beuge mich deinem Entschluss.« »Seit wir durch Argonath gefahren sind, habe ich immer nur falsch entschieden«, sagte Aragorn. Dann schwieg er und blickte eine ganze Weile nach Nordwesten in die dunkelnde Nacht hinaus. »Wir gehen nicht weiter während der Nacht. Die Gefahr, die Fährte zu verlieren oder Zeichen für ein Kommen und Gehen in anderer Richtung zu übersehen, scheint mir die größere zu sein. Gäbe der Mond genug Licht, könnten wir es ausnützen, aber leider geht er früh unter und ist noch zu neu und blass.« Er ließ sich zu Boden sinken und schlief sofort ein. Seit der Nacht bei Tol Brandir hatte er nicht mehr geschlafen. Bevor der Morgen graute, stand er wieder auf. Gimli schlief noch fest, aber Legolas war schon auf den Beinen und blickte nach Norden in die Dunkelheit, still und nachdenklich, wie ein junger Baum in einer windstillen Nacht. »Sie sind uns weit, weit voraus. sagte er betrübt und wandte sich zu Aragorn um. Ich glaube, dass sie in dieser Nacht nicht gerastet haben. Nur ein Adler könnte sie noch einholen. So begann der dritte Tag ihrer Jagd. Während all der Stunden, die sie unter den Wolken und der launischen Sonne voraneilten, bald gehend, bald im Laufschritt, gönnten sie sich kaum eine Pause, als könnte keine Ermüdung das Feuer ersticken, das in ihnen brannte. Durch die weite Einsamkeit gingen sie, und ihre Elbenmäntel glichen sich dem Hintergrund der graugrünen Wiesen an. Den ganzen Tag führte die Spur ihrer Feinde geradeaus nach Nordwesten, ohne jedes Zeichen einer Unterbrechung oder Abweichung. Als der Tag sich wieder dem Ende zuneigte, kamen sie zu langgezogenen, baumlosen Hügeln, in denen das Land allmählich zu einer Kette niedriger Buckel hinanstieg. Die Orkspur wurde undeutlicher, als sie in dieser Richtung nordwärts abbog, denn der Boden wurde nun härter und das Gras kürzer. In der Abenddämmerung machten sie wieder Halt. 2 mal 12 Wegstunden hatten sie nun auf den Ebenen von Rohan zurückgelegt, und der Wall der Emyn Muil verlor sich in den Schatten des Ostens. Der Neumond glomm an dunstigen Himmel, aber er spendete nur wenig Licht, und die Sterne waren verschleiert. In der Abenddämmerung machten sie wieder Halt. Als Aragorn seine scharfen Augen die Spur entlang zum Fluss und dann den Fluss aufwärts zum Wald hinschweifen ließ, sah er in der grünen Ferne einen Schatten, einen dunklen Fleck, der sich schnell bewegte. Er warf sich zu Boden und horchte angespannt. Neben ihm aber stand Legolas, beschattete die weitsichtigen Elbenaugen mit seiner langen, zierlichen Hand, und was er nun sah, war kein dunkler Fleck, sondern es waren die winzigen Gestalten von Reitern, vielen Reitern, und das Blitzen der Morgensonne auf ihren Speerspitzen war wie das Blinken der allerfernsten, für sterbliche Augen nicht mehr sichtbaren Sterne. Weit hinter ihnen stiegen dünne schwarze Rauchkringel auf. So still war es auf den weiten, leeren Wiesen, dass Gimli die Luft durchs Gras ziehen hörte. »Reiter«, rief Aragorn und sprang auf. »Viele Reiter, auf schnellen Pferden, und sie kommen auf uns zu.« »Ja«, stimmte Legolas zu, »ihre 105 sind es, und hell funkeln ihrer Speere Spitzen. Sehr groß ist ihr Anführer.« Aragorn grinste. »Scharf sind der Elbenaugen.« »Ach, wenig mehr als 5 Wegstunden entfernt sind die Reiter.« »Ob nun 5 Wegstunden oder eine, entkommen können wir ihnen in diesem kahlen Gelände nicht. Sollen wir sie hier erwarten oder unseres Weges gehen?« fragte Gimli. »Wir warten. Ich bin müde und unsere Jagd ist fehlgeschlagen. Oder wenigstens sind andere uns zuvorgekommen, denn diese Reiter verfolgen die Orkspur zurück. Sie könnten uns Auskünfte geben.« »Oder Speerstöße.« »3 leere Sättel sehe ich. Doch keine Hobbits.« »Ich sagte nicht, dass es gute Nachrichten sein werden, aber ob gut oder schlecht, wir erwarten sie hier«, beschloss Aragorn. Die 3 Gefährten stiegen nun von der Hügelkuppe, wo sie gegen den blassen Himmel allzu gut sichtbar gewesen wären, langsam den Nordhang hinunter. Noch ein wenig über dem Fuß des Hügels hielten sie an, zogen die Mäntel dicht um den Leib und kauerten sich ins welke Gras. Der Wind war kalt und schneidend. Gimli war nicht wohl in seiner Haut. »Was weißt du denn über diese Reitersmänner, Aragorn? Sollen wir hier sitzen bleiben und den plötzlichen Tod erwarten?« »Ich bin bei ihnen gewesen. Sie sind stolz und eigensinnig, aber treuherzig und großmütig im Denken und Tun. Verwegene Burschen, aber nicht grausam. Gescheit, aber nicht gebildet. Bücher schreiben sie nicht, aber sie kennen viele Lieder in der Art, wie sie die Menschenkinder vor den dunklen Jahren sangen. Doch weiß ich nicht, was hier in letzter Zeit geschehen ist.« Und wie die Rohirrim nun zu dem Verräter Saruman und zu der Gefahr aus Mordor stehen. Wenigstens werden sie keine Freunde der Orks sein. Aber Gandalf sprach von einem Gerücht, dass sie Mordor Tribut leisten. Das glaube ich ebenso wenig, wie Boromir es glaubte. Die Wahrheit sollt ihr bald erfahren, mischte sich Legolas ein. Sie nahen schon. Plötzlich hörte sogar Gimli das Hufgetrappel. Der Spur folgend hatten die Reiter den Fluss hinter sich gelassen und näherten sich den Hügeln. Sie ritten einen scharfen Galopp. Nun schallten die Rufe klarer, kräftiger Stimmen über die Wiesen, donnernd kamen sie heran, und der Vorderste schwenkte um den Fuß des Hügels herum, offenbar um seine Schar am Westrand der Höhen entlang nach Süden zu führen. Hinter ihn kam eine lange Reihe Männer in schimmernder Rüstung, schrecklich und schön anzusehen. Ihre Pferde waren von hohem Wuchs, stark und feingliedrig. Die grauen Felle glänzten, die langen Schweife wehten im Wind, und die Mähnen auf den stolzen Hälsen waren geflochten. Die Reiter schienen den Tieren ähnlich zu sein, ihrerseits groß und langbeinig, mit flachsblondem Haar, das unter den leichten Helmen hervorquoll und in langen Zöpfen hinter ihnen herflog, mit strengen, kantigen Gesichtern. In den Händen hielten sie lange Eschenspeere, auf dem Rücken hingen bemalte Schilde, am Gürtel lange Schwerter, und die blitzblanken Kettenhemden reichten ihnen bis zu den Knien. Immer zu zweit nebeneinander galoppierten sie vorüber, und obwohl ab und zu einer sich im Steigbügel aufrichtete, um einen Blick voraus oder zu den Seiten zu werfen, schienen sie die drei Fremden nicht zu bemerken, die still im Grase saßen und sie beobachteten. Der ganze Trupp war fast schon vorüber, als plötzlich Aragorn aufstand und sie mit lauter Stimme anrief. »Was gibt es Neues aus dem Norden, ihr Reiter von Rohan?« Erstaunlich schnell und gewandt rissen die Reiter ihre Pferde herum und kamen in geordneten Reihen zurückgebraust. Gleich darauf sahen sich die drei Gefährten von den Reitern umkreist, die den Hang hinauf und wieder hinunter immer um sie herumritten und den Kreis stetig enger zogen. Aragorn stand schweigend in der Mitte, während die beiden anderen reglos sitzen blieben und sich fragten, wie das Ganze wohl ausgehen werde. Ohne dass ein Kommando zu hören war, hielten die Reiter mit einem Mal an. Ein Wall von Speeren starrte den Fremden entgegen, und manche der Reiter hatten den Bogen in der Hand und den Pfeil schon aufgelegt. Dann kam einer vorgeritten, ein Recke, größer als alle anderen. Als Helmbusch wippte ein weißer Pferdeschweif hinter ihm drein. Er ritt heran, bis die Spitze seines Speeres nur noch einen Fuß vor Aragons Brust war. Er rührte sich nicht. »Wer seid ihr, und was treibt ihr in diesem Lande?« sagte der Reiter in der gemeinsamen Sprache des Westens. Aussprache und Redeweise waren ganz wie bei Boromir und den Menschen aus Gondor. »Man nennt mich Streicher«, stellte Aragorn sich vor. »Ich komme aus dem Norden. Ich jage Orks.« Der Reiter sprang vom Pferd. Er drückte seinen Speer einem anderen in die Hand, der neben ihm abgesessen war, zog sein Schwert und trat Aragorn gegenüber. Er musterte ihn von oben bis unten, nicht ohne Anzeichen des Erstaunens. Nach einer Weile sagte er: »Auf den ersten Blick dachte ich, ihr selber seid Orks. Doch nun sehe ich, dem ist wohl nicht so. Ihr kennt die Orks sogar sehr schlecht, wenn ihr glaubt, sie auf diese Weise jagen zu können. Sie waren fixe Burschen, gut bewaffnet, nicht wenige. Der Jäger wäre schnell zum Wild geworden, hättet ihr sie je eingeholt. Aber an euch ist etwas Fremdartiges, Streicher.« Er musterte den Waldläufer abermals mit seinen klaren, hellen Augen. »Was für ein Name. So heißt doch kein Mensch. Und fremdartig ist auch eure Kleidung. Seid ihr plötzlich aus dem Boden gewachsen? Wie konntet ihr unseren Blicken entgehen? Seid ihr vom Elbenvolk?« »Nein. Nur einer von uns ist ein Elb. Legolas aus dem Elbenreich im fernen Düsterwald. Aber wir sind durch Lothlorien gekommen, und die Geschenke und die Gunst der Herren begleiten uns.« Wieder sah der Reiter sie voll Erstaunen an, aber sein Blick wurde streng. »Also gibt es tatsächlich eine Herrin des Goldenen Waldes, wie in alten Geschichten berichtet wird? Wenige nur entkommen ihren Netzen, heißt es. Dies sind seltsame Zeiten. Aber wenn ihr bei der Herrinnen-Gunst steht, seid ihr vermutlich ebenfalls Netzspinner und Hexenmeister.« Er wandte seinen eisigen Blick zu Gimli und Legolas hin. »Warum sagt ihr beiden nichts? Seid ihr stumm?« fragte er. Gimli stand auf und stellte sich breitbeinig vor ihn hin, die Hand am Griff seiner Axt, und seine dunklen Augen funkelten. »Sag mir erst deinen Namen, du Pferdeherr. Dann sag ich dir meinen. Und noch einiges des Weiteren.« »Was das angeht«, sagte der Reiter auf den Zwerg hinabblickend, »so sollte der Fremde sich zuerst zu erkennen geben. Doch ich heiße Éomer, Eomunds Sohn, und man nennt mich den dritten Marschall der Riddermark.« »Dann, Éomer, Eomunds Sohn, dritter Marschall der Riddermark, lass dich von Gimli Glönsson, dem Zwerg, vor dummen Sprüchen warnen. Du redest schlecht von einer Dame, die weit schöner ist, als du dir vorzustellen magst. Und nur dein Unverstand kann dich entschuldigen.« Éomers Augen blitzten, und die Männer von Rohan drängten unter zornigem Geraune näher heran und schoben ihre Speerspitzen vor. »Ich würde dir den Kopf herunterhauen, werter Herr Zwerg, mitsamt Bart und allem, wenn er nur ein wenig höher überm Boden stünde«, drohte Éomer. »Er steht nicht allein«, kam ihm Legolas zuvor, und schneller, als man es sehen konnte, hatte er den Bogen gespannt und den Pfeil auf der Sehne. »Tot wärest du, ehe den Streich fällt.« Éomer hob sein Schwert, und die Sache wäre wohl übel ausgegangen, doch Aragorn sprang dazwischen und hob die Hand. »Verzeih, Éomer«, rief er. »Wenn du mehr erfahren hast, wirst du verstehen, warum du meine Gefährten erzürnt hast. Wir führen nichts Böses gegen Rohan oder einen seiner Bewohner im Schilde, ob Mensch oder Pferd. Willst du uns nicht erst anhören, bevor du die Waffen sprechen lässt?« »Das will ich«, sagte Éomer beschwichtigend und senkte die Klinge. Doch wären Wanderer in der Riddermark gut beraten, wenn sie sich in diesen ungewissen Tagen weniger hochfahrend zeigten. Sag mir zuerst deinen wahren Namen. Zuerst sag du mir, wem du dienst. Bist du Saurons des dunklen Herrns, von Mordor Freund oder Feind? Ich diene nur dem König der Mark, Théoden, Tengels Sohn, sagte Éomer. Dem Herrn des fernen schwarzen Landes dienen wir nicht. Doch stehen wir auch nicht im offenen Krieg mit ihm. Und wenn ihr vor ihm auf der Flucht seid, verlasst lieber dieses Land. Wir haben jetzt Unruhen an allen Grenzen und sehen uns bedroht. Doch wünschen wir nur frei zu sein und weiter so zu leben, wie wir immer gelebt haben, und unseren Besitz zu wahren. Wir dienen keinem fremden Herrn, er sei gut oder böse. Aber sag, wer hat dich geheißen, in unserem Land Orks zu jagen? Ich diene niemandem, sagte Aragorn. Doch wer Sauron dient, den verfolge ich, egal in welches Land er geht. Wenige Sterbliche wissen über Orks besser Bescheid als ich, und auf diese ungewöhnliche Weise verfolge ich sie jetzt, nicht aus Leichtfertigkeit. Die Orks, hinter denen wir her waren, haben zwei meiner Freunde gefangen genommen. In einer solchen Lage wird einer, wenn er kein Pferd hat, zu Fuß gehen, und er wird nicht erst die Erlaubnis einholen, die Spur verfolgen zu dürfen. Ich bin nicht waffenlos. Aragorn warf seinen Mantel zurück. Die elbische Schwertschneide glitzerte, als er sie packte, und Andurils Klinge leuchtete wie eine Flamme, als er sie plötzlich herausriss. »Elendil«, rief er, »ich bin Aragorn, Arathorns Sohn, und man nennt mich Elessar Elbenstein, den Dúnedain, Elendils und Isildurs Erben von Gondor. Hier ist das Schwert, das zerbrochen war und neu geschmiedet war. Willst du mir helfen oder mich hindern? Triff schnell deine Wahl.« Gimli und Legolas betrachteten ihren Gefährten mit Staunen, denn so hatten sie ihn noch nie erlebt. Er schien gewachsen, Éomer dagegen geschrumpft zu sein, und sein Gesicht, obwohl aus Fleisch und Blut, ließ sie plötzlich an die Macht und Majestät denken, die aus den Mienen der steinernen Könige sprach. Legolas schien es für einen Moment, als flackerte eine weiße Flamme um Aragorns Stirn wie eine leuchtende Krone. Éomer trat einen Schritt zurück, und seine Miene verriet Scheu. Er schlug die stolzen Augen nieder. »Wahrhaftig, was für Zeiten«, murmelte er. Traum- und Sagengestalten erwachen zum Leben und springen plötzlich aus dem Gras auf. Sag mir, Herr, was dich herführt, und was hatten die dunklen Worte zu bedeuten? Seit langem ist Boromir, Denethors Sohn, schon fort, um die Antwort zu erfahren, und das Pferd, das wir ihm geliehen haben, kam reiterlos zurück. Welche Schicksalsbotschaft bringst du uns aus dem Norden? Den Aufruf zu einer Entscheidung. Sage dies zu Théoden, Tengels Sohn. Offener Krieg steht ihm bevor, Seite an Seite mit Sauron oder gegen ihn. Niemand wird mehr so leben können, wie er immer gelebt hat, und nur wenige werden bewahren können, was sie ihren Besitz nennen. Doch von solch großen Dingen reden wir später. Wenn es die Umstände erlauben, werde ich selbst den König aufsuchen. Jetzt bin ich arg genötigt und bitte um Hilfe oder wenigstens um Nachricht. Du hast gehört, dass wir eine Horde Orks verfolgen, die unsere Freunde verschleppt haben. Was kannst du uns dazu sagen? Dass ihr sie nicht weiter zu verfolgen braucht. Die Orks wurden vernichtet. Und unsere Freunde? Wir haben nur Orks gesehen. Das ist merkwürdig, murmelte Aragorn. Habt ihr die Getöteten untersucht? Habt ihr keine anderen Leichen als solche von Orks gefunden? Sie wären klein gewesen, nur so groß wie Kinder in euren Augen, unbeschuht und in Grau gekleidet. Es waren keine Zwerge oder Kinder dabei. Wir haben die Getöteten gezählt und ausgeplündert, dann die Kadaver auf einen Haufen geworfen und verbrannt, wie es bei uns Sitte ist. Die Asche raucht noch. »Wir sprechen nicht von Zwergen oder Kindern«, sagte Gimli. »Unsere Freunde sind Hobbits.« »Hobbits«, sagte Éomer. »Was sind das für welche? Ein seltsamer Name.« »Ein seltsamer Name für ein seltsames Volk«, sagte Gimli. »Aber an diesen Hobbits liegt uns sehr viel. Anscheinend habt ihr auch in Rohan vor dem Spruch gehört, über den man sich in Minas Tirith Gedanken macht. Darin ist von dem Halbling die Rede. Die Hobbits sind Halblinge.« »Halblinge?« staunte der Reiter, der neben Éomer stand, und grinste. »Halblinge? Aber das sind doch nur ein Völkchen aus alten Liedern und Kindermärchen aus dem Norden. Wo sind wir denn? Laufen wir hier in Sagen herum oder auf der grünen Wiese am helllichten Tag?« Der Mensch kann hier und dort sein, sagte Aragorn. Denn nicht wir, sondern die Menschen, die nach uns kommen, schaffen die Sagen unserer Zeit. Die grüne Wiese, sagst du? Das ist ein gewaltiger Sagenstoff, obwohl du am helllichten Tag darauf herumläufst. Die Zeit drängt, sagte der Reiter zu Éomer, ohne sich um Aragorn weiter zu kümmern. Wir müssen machen, dass wir nach Süden kommen, Marschall. Überlassen wir diese Verrückten ihren Hirngespinsten, oder sollen wir sie fesseln und vor den König bringen? Still, Eotein, sagte Éomer in seiner Muttersprache. Lass mich eine Weile allein, sagte Éored, sie soll sich am Weg sammeln und bereit machen für den Ritt zu Entfurt. Brummend trat Eotein beiseite und sprach zu den anderen. Gleich darauf zogen sie sich zurück und ließen Éomer mit den drei Gefährten allein. Allein, was du sagst, ist seltsam, Aragorn, sagte er. Du sprichst du die Wahrheit, so viel ist klar. Die Menschen der Mark lügen nicht und sind daher nicht leicht zu täuschen. Aber du hast mir nicht alles gesagt. Willst du jetzt nicht des Näheren über dein Vorhaben sprechen, damit ich urteilen kann, was zu tun ist? Ich bin vor vielen Wochen von Imlandris, wie es in dem Spruch genannt wird, aufgebrochen, antwortete Aragorn. Mit mir ging Boromir von Minas Tirith. Meine Absicht war, zusammen mit den Etorsson in diese Stadt zu gehen, um seinem Volk im Krieg gegen Sauron beizustehen. Doch reiste ich mit anderen in einer Fahrtgemeinschaft, die noch andere Geschäfte hatte. Von denen kann ich jetzt nicht sprechen. Gandalf der Graue war unser Führer. »Gandalf«, rief Éomer aus. »Gandalf Graumantel kennen wir in der Mark, doch sein Name, muss ich dir sagen, ist nicht länger das Losungswort, das dir die Gunst unseres Königs erschließt. Seit Menschengedenken war er auf dem Lande zu Gast. Er kam und ging, wie ihm beliebte, bald alle paar Wochen, bald viele Jahre nicht. Immer ist er der Vorbote seltsamer Ereignisse. Manche sagen heute, er bringe Unglück. Sprich in Théodens Gegenwart bloß nicht von Gandalf. Allein der Name versetzt ihn schon in Wut.« Denn er hat sich den Hengst namens Schattenfell genommen, das edelste von allen Rossen des Königs, den Herrn der Mearas, die nur der König selbst reiten darf. Dann hat Schattenfell aus dem hohen Norden allein heimgefunden, sagte Aragorn, denn dort hat Gandalf sich von ihm getrennt. Oh weh, Gandalf wird ihn nie wieder reiten, ins Dunkel gestürzt ist er in den Minen von Moria, und er kehrt nicht wieder. Eine schlimme Nachricht bringst du. Wenigstens schlimm für mich und für viele andere, wenn auch nicht für alle, wie du merken wirst, wenn du zum König kommst. Schlimmer als irgendwer in diesem Land ermessen kann, obwohl ihr die bitteren Folgen spüren werdet, ehe das Jahr viel älter geworden ist. Doch wenn ein Großer fällt, muss ein Geringerer sein Werk fortsetzen. So ist mir die Aufgabe zugefallen, unsere Fahrt auf dem langen Weg von Moria anzuführen. Durch Lorien sind wir gekommen. Kurz danach wurde Boromir von Orks getötet, die ihr vernichtet habt. »Alles, was du sagst, ist Schmerzensbotschaft«, rief Éomer entsetzt. »Viel Leid bringt sein Tod über Minas Tirith und über uns alle. Er war ein wackerer Mann, alle rühmten ihn. In die Mark kam er nur selten, denn immer kämpfte er in den Kriegen an den Ostgrenzen. Aber ich habe ihn kennengelernt. Heute ist der 4. Tag, seit er tot ist. Und am Abend jenes Tages sind wir von Parth Galen aufgebrochen. Zu Fuß? Ja, so wie du uns siehst.« Éomer machte große Augen. »Streicher ist ein zu schäbiger Name, Arathorns Sohn. Flügelfuß sollte ich dich nennen. In mancher Methalle wird diese Tat der drei Freunde besungen werden. 40 Wegstunden und 5 habt ihr zurückgelegt, ehe der 4. Tag verstrichen ist. Zäh ist Elendils Geschlecht. Doch was kann ich jetzt für euch tun, Herr? Ich muss eilends zurück zu Théoden. Vor meinen Männern musste ich die Zunge im Zaum halten. Solange Gondor kämpft, werden wir es unterstützen.« So sage ich, und so sagen alle, die zu mir halten. »Also zahlt ihr Sauron keinen Tribut?« fragte Gimli. »Das tun wir nicht und haben es nie getan«, antwortete Éomer streng und ließ die Augen zornig aufblitzen. »Allerdings ist mir zu Ohren gekommen, dass diese Lüge über uns verbreitet wird. Vor einigen Jahren wünschte der Herr des Schwarzen Landes, Pferde von uns zu kaufen und bot einen hohen Preis. Aber wir haben das Geschäft abgelehnt, weil er von den Tieren schlechten Gebrauch macht. Dann schickt er Orks zum Plündern. Sie nehmen mit, was sie in die Finger bekommen. Aber vor allem haben sie es auf schwarze Pferde abgesehen, und von denen haben wir jetzt nur noch wenige. Daher bekämpfen wir die Orks ohne Erbarmen. Doch die größten Sorgen haben wir zurzeit mit Saruman. Er fordert die Herrschaft über dies ganze Land, und seit Monaten liegen wir mit ihm im Krieg. Er hat Orks in Dienst genommen, Wolfreiter und übles Menschengesindel. Und er hält die Pforte gegen uns besetzt, sodass wir damit rechnen müssen, von Osten und Westen zugleich angegriffen zu werden. »Ich werde kommen und helfen, wenn ich kann«, versicherte Aragorn. »So komm gleich«, sagte Éomer. »Elendils Erbe wäre wahrhaftig eine Verstärkung für Eals Söhne in dieser bösen Zeit. Eben jetzt wird in der West-Emnet eine Schlacht geschlagen, und ich befürchte, dass sie schlecht für uns ausgeht. Überhaupt bin ich ohne Erlaubnis des Königs hierher in den Norden geritten, und in meiner Abwesenheit ist sein Haus nur wenig bewacht. Aber meine Kundschafter hatten mir vor 3 Nächten gemeldet, dass ein Haufen Orks vom Ostwall herabkam, darunter manche mit Sarumans weißem Zeichen. Wir haben ihnen den Garaus gemacht, aber wir sind zu lange fort gewesen. Man braucht uns im Süden und im Westen. Wollt ihr nicht mitkommen? Überzählige Pferde haben wir, wie ihr seht. Für dein Schwert gibt es Arbeit. Und auch für Gimlis Axt und Legolas Bogen hätten wir Verwendung, wenn sie meine unbedachten Worte über die Herren des Goldenen Waldes verzeihen wollen. Ich sagte nur, was in unserem Land jedermann sagt, und lasse mich gern eines Besseren belehren. »Ich danke dir für deine freundlichen Worte«, erwiderte Aragorn, »und von Herzen gern würde ich mit dir reiten, aber ich kann meine Freunde nicht im Stich lassen, solange noch Hoffnung ist.« »Da bleibt keine Hoffnung. An den Nordgrenzen wirst du deine Freunde nicht finden.« Doch sie sind nicht zurückgeblieben. Unweit des Ostwalls fanden wir ein deutliches Zeichen, dass zumindest einer von ihnen noch am Leben war. Vom Wall bis zu den Höhen aber fanden wir keine andere Spur von ihnen. Und keine Fährte ist zur einen oder anderen Seite hin abgezweigt. Oder ich müsste allen Spürsinn verloren haben. Was glaubst du denn, was aus ihnen geworden ist? Ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass sie mit den Orks erschlagen und verbrannt worden sind. Doch dies kann nicht sein, sagst du, und ich befürchte es nicht. Doch dies kann nicht sein, sagst du. Ich kann nur vermuten, dass sie vor der Schlacht in den Wald davongeschleppt wurden. Vielleicht schon bevor ihr die Feinde umzingelt hattet. Ich könnte schwören, dass kein Ork entkommen ist, nachdem wir sie gesichtet hatten. Wir haben den Waldrand vor ihnen erreicht. Und wenn danach noch irgendetwas lebend durch unseren Ring gekommen ist, dann war es kein Ork und müsste über elbische Kräfte verfügt haben. Unsere Freunde waren so gekleidet wie wir. Und an uns seid ihr bei Tageslicht vorbeigeritten, ohne uns zu sehen. Das habe ich nicht bedacht, gab Éomer zu. Wessen kann man noch gewiss sein bei so vielen Wundern? Alles wird so seltsam. Elb und Zwerg gehen gemeinsam bei Tag über unsere Wiesen. Leute sind der Herren des Waldes begegnet und sind doch am Leben. Und das Schwert kehrt wieder und zieht in den Krieg, das zerbrochen war, lange bevor die Väter unserer Väter in die Mark ritten. Wie soll ein Mensch urteilen, was in solchen Zeiten zu tun ist? Wie er immer geurteilt hat, sagte Aragorn. Gut und Böse ändern sich nicht von Tag zu Tag. Und sie sind auch für Elben und Zwerge nichts anderes als für Menschen. Man muss sie nur unterscheiden können im Goldenen Wald, ebenso wie im eigenen Haus. Wohl wahr, stimmte Éomer zu. Ich zweifle nicht an dem, was du sagst. Und mir ist auch nicht unklar, was ich von Herzen gern tun würde. Doch ich bin nicht frei, in allem nach eigenem Ermessen zu handeln. Es ist gegen unser Gesetz, Fremde nach ihrem Belieben durch unser Land ziehen zu lassen, es sei denn, der König selbst hätte es ihnen erlaubt. Und noch strenger ist das Gebot in diesen Zeiten der Gefahr. Ich habe dich gebeten, freiwillig mitzukommen, doch du willst nicht. Ungern beginne ich einen Kampf, bei dem 100 gegen 3 stünden. Ich glaube nicht, dass euer Gesetz für einen solchen Fall gemacht wurde. Und ich bin gar kein Fremder, denn mehr als einmal schon war ich in diesem Land und bin mit dem Herr der Rohirrim geritten, obgleich unter anderem Namen und in anderer Eigenschaft. Höre nun, Eomundssohn, du musst dich entscheiden. Hilf uns oder lass uns wenigstens ziehen. Oder versuche nach deinem Gesetz zu verfahren. Dann werdet ihr weniger sein, wenn ihr in den Krieg oder zu eurem König zurückkehrt. Éomer schwieg einen Moment. Beide sind wir in Eile, sagte er dann. Mein Trupp wartet ungeduldig auf den Befehl zum Aufbruch, und mit jeder Stunde wird unsere Hoffnung geringer. Dies ist nun meine Entscheidung. Ihr könnt gehen, und ich leihe euch auch Pferde. Nur um eines bitte ich, wenn eure Suche, ob erfolgreich oder vergebens, beendet ist, kommt mit den Pferden über die Entfurt nach Meduseld, das hohe Haus in Edoras, wo Théoden seinen Sitz hat. Damit sollte ihm beweisen, dass ich nicht falsch geurteilt habe. Mein Schicksal und vielleicht auch mein Leben hängt davon ab, dass du Wort hältst. Enttäusche mich nicht. Du hast mein Wort, sagte Aragorn. Mit großem Erstaunen und vielen finsteren oder bedenklichen Blicken nahmen die Reiter Éomers Befehl auf, die übrigen Pferde den Fremden zu leihen. Für Aragorn wurde ein großes, dunkelgraues Pferd gebracht, und er saß auf. Hasefell heißt es. Möge es dich gut tragen und zu einem glücklicheren Geschick als Garulf seinen gefallenen Reiter. Ein kleineres und leichteres, doch eigenwilliges und feuriges Pferd wurde für Legolas gebracht. Arod hieß es. Legolas jedoch bat darum, dem Tier Sattel und Zaumzeug abzunehmen. »Das brauche ich nicht«, sagte er, sprang mühelos auf den Rücken des Tieres. Zur Verwunderung aller war Aragorn zahm und gefügig und ging auf Zureden hierhin und dorthin. Dies war die elbische Art des Umgangs mit allen guten Tieren. Gimli wurde hinter seinen Freund hinaufgehoben und er klammerte sich an ihm fest. »Lebt wohl und möget ihr finden, was ihr sucht«, rief Éomer. »Kommt nach Meduseld, so schnell es geht, und mögen unsere Schwerter hier nach Seite an Seite glänzen. Ich komme.« »Und ich komme auch«, schloss sich Gimli an. »Die Sache mit Frau Galadriel steht noch zwischen uns. Artig von ihr zu reden, muss ich dich noch lernen.« »Wir werden sehen«, sagte Éomer. So trennten sie sich. Sehr schnell waren die Pferde von Rohan, und als Gimli sich bald darauf umblickte, war Éomers Trupp schon klein und weit entfernt. Aragorn blickte sich nicht um. Tief über Hassefells Hals hinabgebeugt, verfolgte er im Reiten die Spur. Nicht lange, und sie waren am Ufer der Entwasser, und dort fanden sie die andere Spur, von der Éomer gesprochen hatte, und die vom Hügelland im Osten herabkam. Aragorn saß ab und untersuchte den Boden, dann sprang er wieder in den Sattel und ritt ein Stück weit nach Osten, sich immer auf einer Seite der Spur haltend, um die Abdrücke nicht zu überreiten. Dann stieg er wieder ab und lief hin und her, betrachtete überall den Boden. »Da ist nicht viel zu erkennen«, sagte er, als er zurückkam. »Die Hauptspur ist zertreten von den Reitern, die auf dem Rückweg hier vorübergekommen sind. Doch diese Spur, die von Osten kommt, ist frisch und deutlich. Ich sehe nirgends einen Abdruck von Füßen, die in die andere Richtung gegangen wären, zurück zum Anduin. Wir müssen nun langsamer reiten und auf jedes Zeichen und jeden Fußabdruck achten, der verraten könnte, dass jemand nach links und rechts abgewichen ist.« Während sie voranritten, bedeckte sich der Himmel. Niedrige graue Wolken zogen über das Hügelland herauf. Immer näher kamen Fangorns bewaldete Hänge und wurden langsam dunkler, als die Sonne nach Westen wanderte. Von einer seitlich abzweigenden Spur sahen sie nichts, aber hier und da kamen sie an der Leiche eines Orks vorüber, der auf der Flucht vor den Reitern gefallen war, mit einem grau gefiederten Pfeil im Rücken oder im Hals. Endlich, als der Nachmittag zu Ende ging, kamen sie an den Waldrand, und auf einer Lichtung zwischen den ersten Bäumen fanden sie die Reste des großen Scheiterhaufens. Die Asche war noch heiß und qualmte. Daneben lag ein großer Haufen Helme und Panzer, gespaltene Schilde, zerbrochene Schwerter, Bogen, Pfeile, Wurfspieße und anderes Kriegsgerät. Auf einem Pfahl in der Mitte stak ein dicker Ohrkopf. Das weiße Abzeichen am zerbeulten Helm war noch zu erkennen. Ein Stück weiter in der Nähe des Flusses, wo er aus dem Wald hervorströmte, war ein neu aufgeworfener Grabhügel. Das nackte Erdreich, mit frisch gestochenen Grashoden, bedeckt, von 15 in den Boden gerammten Speeren umringt. Etwas abseits vom Schlachtfeld schlugen sie ihr Lager unter einem weit ausladenden Baum auf, der wie eine Kastanie aussah, aber noch viele breite braune Blätter aus einem früheren Jahr trug, wie verdorrte Hände mit langen, gespreizten Fingern. Sie raschelten kummervoll im Nachtwind. Gimli fror. Sie hatten jeder nur eine Decke mitgenommen. »Machen wir ein Feuer«, sagte er. »Die Gefahr kümmert mich nicht mehr, und wenn die Orks dicht an dicht kommen, wie ein Mottenschwarm um eine Kerze.« »Wenn unsere armen Hobbits im Wald herumirren, könnte das Feuer sie hierher lenken«, meinte Legolas. »Und es könnte noch mancherlei hierher lenken, was weder Ork noch Hobbit ist«, schloss sich Aragorn an. »Wir sind nah an den Bergmarken des Verräters Saruman. Außerdem sind wir am Rand des Fangornwaldes, und dessen Bäume, heißt es, soll man besser nicht anrühren.« Bald darauf waren sie eingeschlafen. Legolas lag schon reglos da, die schlanken Hände auf der Brust gefaltet, die Augen offen, so dass sich die Vorgänge der Nacht mit tiefen Träumen vermischten, wie die Elben zu sagen pflegten. Gimli saß zusammengekauert am Feuer und ließ den Daumen nachdenklich über die Schneide seiner Axt gleiten. Das alte Laub am Baum raschelte. Kein anderer Laut war zu hören. Plötzlich blickte Gimli auf, und dort, am Rande des Feuerscheins, stand ein alter Mann, gebeugt und auf einen Stab gestützt, in einen weiten Mantel gehüllt und einen breitrandigen Hut, tief in die Stirn gezogen. Gimli sprang auf, im ersten Augenblick zu verblüfft, um einen Ruf auszustoßen, obgleich ihm sofort der Gedanke durch den Kopf schoss. Saruman habe sie aufgespürt. Aragorn und Legolas, durch seine plötzliche Bewegung geweckt, setzten sich auf und starrten hin. Der alte Mann sagte nichts und gab auch kein Zeichen. »Hallo? Was können wir für dich tun?« sprach Aragorn den Mann an und kam auf die Füße. Komm und wärme dich am Feuer, wenn es dich friert.« Er trat auf den Alten zu, aber der war verschwunden. Nirgendwo in der Nähe fanden sie eine Spur von ihm, und weit getrauten sie sich nicht zu gehen. Der Mond war untergegangen, und die Nacht war sehr dunkel. Plötzlich rief Legolas, »Die Pferde! Sie sind weg!« Die Pferde waren fort. Sie hatten ihre Pflöcke herausgerissen und waren verschwunden. Für eine Weile machte dieses neue Missgeschick die Gefährten sprachlos. Sie standen am Saum des Fangornwaldes, und unzählige Wegstunden trennten sie von den Bewohnern Rohans, ihren einzigen Freunden in diesem weiten, gefährlichen Land. Während sie reglos dastanden, war ihnen, als hörten sie von irgendwo weit weg in der Nacht die Pferde wiehern. Dann war wieder alles still, bis auf das kalte Zischeln des Windes. »Nun, die sind weg«, sagte Aragorn endlich. »Suchen oder einfangen können wir sie nicht. Wenn sie also nicht von selbst wiederkommen, muss es auch ohne sie gehen. Zu Fuß sind wir losgegangen, und die Füße haben wir ja immer noch.« »Die Füße«, wiederholte Gimli. »Außer dass wir auf ihnen laufen, können wir sie nicht auch noch essen.« Er schmiss etwas Holz aufs Feuer und ließ sich daneben zu Boden sinken. »Vor wenigen Stunden warst du noch nicht geneigt, dich auf ein Pferd aus Rohan zu setzen«, spottete Legolas. »Nun wirst du doch ein Reiter.« »Es sieht nicht so aus, als ob ich dazu noch Gelegenheit haben werde«, sagte Gimli. »Wenn ihr wissen wollt, was ich denke«, fing er nach einer Weile wieder an, »ich denke, das war Saruman. Wer sonst? Erinnert euch, was Éomer gesagt hat. Er tritt auf als ein alter Mann in Mantel und Kapuze. Das waren seine Worte. Er hat sich mit unseren Pferden davongemacht und sie weggescheucht, und da sitzen wir nun. Da kommt noch mehr Ärger auf uns zu. Denkt an meine Worte.« »Ich werde dran denken«, meinte Aragorn. »Aber ich denke auch, dass dieser alte Mann einen Hut auf hatte und keine Kapuze. Trotzdem, ich habe keinen Zweifel, dass deine Vermutung richtig ist und dass wir hier in Gefahr sind, ob bei Nacht oder bei Tag. Aber einstweilen können wir nichts tun als schlafen, solange noch Zeit ist. Ich übernehme jetzt für eine Weile die Wache, Gimli. Das Nachdenken habe ich jetzt nötiger als den Schlaf.« Die Nacht verging langsam. Legolas löste Aragorn ab, und Gimli löste Legolas ab, und ihre Wachen zogen sich hin. Aber nichts geschah. Der alte Mann tauchte nicht mehr auf, und die Pferde kamen nicht wieder.